Ja, großen Dank, Herr Franke, für die freundliche Einführung. Ich hoffe, Sie haben gut gefrühstückt und ich hoffe, Sie sind etwas wacher als ich. Ich versuche im Verlauf dieses Vortrags wach zu werden. Sie werden also diesen Prozess sehr genau verfolgen können. Ich habe mich entschieden, nicht über Tauschen und Teilen zu sprechen, würde aber ungern meinen Vortrag beginnen, ohne ein paar Bemerkungen dazu zu machen. Denn ich denke, obwohl oder weil unser Wirtschaftssystem ganz konsequent auf der Produktion von Ungleichheiten basiert, haben Tauschen und Teilen in unseren Ohren einen sehr guten Klang. Mit Tauschen und Teilen, ich glaube, das ist auch im Hintergrund der Veranstalter so gedacht worden, ist eine Hoffnungsfigur oder ein Versprechen verbunden. Und ich glaube, damit sind verschiedene Aspekte auch korreliert. Ein erster wichtiger Aspekt geht tatsächlich bis in die griechische Antike zurück. Bei Aristoteles beispielsweise bedeutet Tauschen und Teilen eine elementare Operation, in der Zuweisung des Rechts. Und das heißt, Verteilung und Tausch verknüpfen das Leben in der Polis mit ökonomischen Prozessen im Zeichen der Gerechtigkeit. Tauschen und Teilen wäre also spätestens seit der antiken Philosophie ein Kreuzungspunkt zwischen Politik, Ökonomie und Recht. Das Reich, und das ist ein zweiter Aspekt, das Reich, glaube ich, noch bis in die gegenwärtigen, in die modernen Liberalismen hinein. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart ist die Gegenseitigkeit des Tauschs, das heißt die Gegenseitigkeit schlechthin, eine Urszene der bürgerlichen Gesellschaft. Und man könnte sagen, selbst in einer entwickelten Marktgesellschaft ist diese Gegenseitigkeit immer noch wie eine Art Wasserzeichen präsent. Das heißt also, wie komplex unsere Wirtschaftssysteme sind, wie groß die Ungleichheiten auch sein mögen, im Innersten, so der Liberalismus, im Innersten dieses Systems schlägt der Rhythmus von Gabe und Gegengabe, die Gegenseitigkeit des Tausches. Ich denke, das ist eine der Legenden des Liberalismus, die bis heute noch nicht erloschene Hoffnung, dass der Markt in letzter Konsequenz Gerechtigkeit produzieren würde oder Gerechtigkeitsprobleme lösen würde. Und ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen dritten Aspekt für die Konjunktur des Themas Tauschen und Teilen, einen Aspekt, den Sie alle kennen. Und das ist natürlich der Hintergrund der letzten Wirtschaftskrise, der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2008. Tauschen und Teilen in ihren elementaren Formen sind nun auch in den Industrieländern, in den entwickelten Industrieländern zu einer wichtigen Grundfigur geworden, nämlich auf der einen Seite tatsächlich zur Sicherung von Subsistenz in Notfällen. Sie wissen, wie viel prekär Beschäftigte gewissermaßen auf Sharing-Economy angewiesen sind. Und auf der anderen Seite als eine, wenn Sie so wollen, auch ideologische Alternative zum kapitalistischen Wirtschaften. Allerdings wissen wir heute, und das wäre meine Behauptung, dass die Hoffnung, die Sharing Economy würde tatsächlich eine Alternative zu unserem Wirtschaftssystem darstellen, dass diese Hoffnung nicht aufgegangen ist. Auf der einen Seite funktioniert Sharing in unseren Gesellschaften allenfalls in lokalen, politisch und ökonomisch irrelevanten Reservaten, in idyllischen Reservaten. Und auf der anderen Seite, das wissen Sie, ist aus einer freundlichen ökonomischen und sozialen Idee inzwischen längst ein Geschäftsmodell, ein neues Geschäftsmodell mit überraschend hohen Renditen geworden. Das ist der Grund, warum ich gewissermaßen heute auch vom Thema Tauschen und Teilen abzweigen möchte, warum es mir in den folgenden Bemerkungen nicht um die Erfreulichkeiten des Tauschens und Teilens gehen wird, sondern um das Gegenteil, um strukturelle Asymmetrien, um ökonomische und politische Asymmetrien, um eine konsequente Verhinderung politischer und ökonomischer Teilhabe. Und dabei möchte ich eine Agentur in den Blick nehmen, die unser politisches, unser ökonomisches, soziales Geschick heute wesentlich bestimmt. Es steht im Titel meines Vortrags, es ist das moderne Finanzwesen oder besser noch die Macht des Finanzregimes, verbunden mit den Fragen, was ist die Entscheidungs- und Handlungsmacht auf finanzökonomischem Gebiet, wie ist sie organisiert? Welche Art von Regierungsmacht lässt sich dort erkennen? Welcher Regierungsstil? Und wie ist das mit demokratischen Prozeduren, mit demokratischer Teilhabe, wenn Sie so wollen, vereinbar? Ich möchte Sie also bitten, in den folgenden Bemerkungen die direkten oder indirekten Resonanzen zum Thema Tauschen und Teilen mitzuhören, auch wenn ich sie nicht explizit
anspreche. Ich hoffe, Sie haben 35 bis 40 Minuten Geduld. Ich weiß, dass das um diese Zeit schwierig ist, aber Sie müssen wissen, ich leide mehr als Sie während dieser 40 Minuten. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist, Sie ahnen es, die letzte Finanzkrise. Und zwar von den hektischen Verhandlungen zur Rettung von Lehman Brothers im Herbst 2008 bis zur Krisenpolitik im Euroraum, die bis heute ja unsere Geschicke weitgehend bestimmt. Und mich interessiert dabei die Rolle der wesentlichen Akteure in diesen Prozessen, die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds, die sogenannten Institutionen, aber auch die Rolle von Großinvestoren, Gläubigern, Privatunternehmen wie Ratingagenturen. Wenn man also auf die Rolle dieser Finanzakteure sieht, so bemerkt man, glaube ich, einen Regierungsstil, eine Entscheidungs- und Handlungsmacht, die in den letzten Jahren sich, glaube ich, durch vier wesentliche Merkmale ausgezeichnet hat. Erstens, ein wichtiger Punkt, sind die Instanzen dieser Entscheidungen, also die Entscheidungen, die unser Geschick in Europa über den europäischen Raum hinaus wesentlich betroffen haben. Die Instanzen dieser Entscheidung sind mehr oder weniger informelle Gremien, die sich aus staatlichen Vertretern, internationalen Organisationen, Privatunternehmen zusammensetzen. Man könnte sagen, man hat es mit einer verteilten Handlungsmacht zu tun, mit einer verteilten Entscheidungsmacht, die informellen Charakter besitzt und aus einem Geflecht von öffentlichen und privaten Akteuren besteht. Diese informellen Konsortien sind zweitens, ein weiterer entscheidender Punkt, ausschließlich durch Not- und Ausnahmesituationen legitimiert. Seit 2008 spricht man immer wieder von einer ungeschriebenen Notstandsverfassung, das hat Böckenförde beispielsweise so formuliert, und das heißt, wesentliche Exponenten dieser Regierungspolitik sind eben nicht demokratisch, sondern allenfalls verfahrenstechnisch gerechtfertigt, eben durch außerordentliche Situationen oder Notlagen. Drittens betrifft das auch die entsprechenden Maßnahmen, die getroffen wurden. Sie haben ebenso informellen Charakter, sie operieren in rechtlichen Grauzonen, überschreiten immer wieder das, was man rote Linien genannt hat. Henry Paulson, der Finanzminister von 2008 in den Vereinigten Staaten, hat das so formuliert: In finanzökonomischen Äquivalenten von Kriegszeiten muss man kriegerische Machtmittel aktivieren und einsetzen. Mit diesen außergewöhnlichen Maßnahmen, das heißt also von den Rettungspaketen, Sie erinnern sich, von 2008 bis zu den Reformdiktaten in Europa, denken Sie an Griechenland, hat man sich viertens quasi souveräne Kompetenzen angeeignet. Etwa, Sie erinnern sich an die Maßnahmen mit Aussetzung von Haushaltsrechten, mit der Einschränkung von fiskalischer Hoheit, mit Eingriffen in Steuerrecht, in die Sozialpolitik etc. Es hat sich also, so würde ich das formulieren, eine transnationale Exekutive gebildet, die über Nationalstaaten hinweg regiert und dabei sich typische Souveränitätsbefugnisse aneignet. Man könnte also sagen, mit diesen vier Merkmalen, informelle Gremien, Notfallsituationen, roter Linien etc., mit diesen vier Merkmalen ist die moderne Finanzmacht, oder was ich Finanzregime nennen möchte, ein integraler Bestandteil moderner Regierungsmacht geworden. Allerdings möchte ich behaupten, dass diese Situation nicht unbedingt neu ist, dass sie vielmehr die Geschichte neuzeitlicher Staaten und Wirtschaftssysteme begleitet, dass wir es also in einer europäischen oder westlichen Geschichte mit der Entstehung eines Machttyps zu tun haben, der sich im Finanzwesen konzentriert, dabei die Regierungspolitik bestimmt und trotz seiner Wirksamkeit, trotz seiner Aggressivität heute, glaube ich, wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, sowohl historisch wie theoretisch. Lassen Sie mich nun dazu ein paar Anmerkungen machen, ein paar Anmerkungen zum historischen Profil dieser Macht, dieser Finanzmacht. Aber ich würde gern drei Thesen vorausschicken, die meine Überlegungen gewissermaßen strukturieren. Eine erste, eine theoretische These, wenn Sie so wollen. Die übliche Gegenüberstellung von Staat und Markt, von Politik und Ökonomie ist, glaube ich, ebenso eine liberalistische Legende und reicht nicht hin, wesentliche Aspekte moderner
Regierungsmacht zu fassen. Solche Gegenüberstellungen, glaube ich, haben nur bedingten Erklärungswert. Sie sind, wenn Sie so wollen, eine Denkfalle und erzeugen permanent blinde Flecken. Eine zweite historische These. Die Entstehung des modernen Finanzwesens, und das ist ganz entscheidend hier, ist nicht von der Formierung starker Staatsapparate zu trennen. Oder genauer gesagt, die moderne Finanz ist aus einer engen Symbiose von staatlichen Instanzen und privaten Unternehmen, das heißt Financiers, hervorgegangen. Die Finanzökonomie wird bis heute durch eine privat-öffentliche Grauzone bestimmt. Und schließlich eine dritte, eine politische These. Gerade die Demokratisierung westlicher Gesellschaften, also das heißt die Entstehung dessen, was wir repräsentative Demokratie nennen können, hat dazu geführt, dass bestimmte Bereiche, und dabei meine ich insbesondere das Finanzwesen, gegenüber demokratischer Kontrolle immunisiert worden ist. Der schwedische Ökonom Knut Wicksell hat das Anfang des 20. Jahrhunderts bereits im Klartext formuliert. Ich zitiere, es geht darum, so sagt er, die Finanzökonomie, wörtliches Zitat, gegen die Tyrannei der zufälligen Mehrheit von Volksvertretungen zu schützen. Das war dieses Zitat. Das Finanzwesen hätte also, und das ist die These dieses Vortrags hier, das Finanzwesen hätte also die Position einer vierten Gewalt innerhalb der Regierungsmacht. Lassen Sie mich nun einige Schlaglichter auf die Geschichte dieses Finanzregimes werfen, von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Sie ahnen, dass ich das bestenfalls in sehr, sehr groben Zügen tun kann. Es lässt sich, glaube ich, guten Gewissens behaupten, dass die Urszene neuzeitlicher Staatsbildung in Europa in den Staatsschulden liegt. Bevor überhaupt dauerhafte Staatspersonen existierten, existierte das, was Historiker die ewige Staatsschuld nannten, die meist hervorgerufen wurde durch Kriege, Feldzüge, Militärausgaben etc. Das begann bereits im Mittelalter, im Spätmittelalter, etwa in den oberitalienischen Stadtstaaten. In Genua beispielsweise wurden bereits 1407 Gläubigergesellschaften zur Staatsfinanzierung gegründet, denen bestimmte Souveränitätsrechte abgetreten wurden. Steuermonopole beispielsweise, Gerichtsbarkeit, das Recht auf Kriegsführung, Vertragsrechte etc. Man kann also bereits Ende des Mittelalters die Integration von privaten Gläubigern in die Regierungsmacht beobachten und andererseits die Entstehung von ersten Finanzmärkten, die insbesondere durch den Handel mit Staatsanleihen entstanden sind. Spätestens im 16. Jahrhundert lässt sich die Entstehung eines kohärenten Systems in Gestalt des neuzeitlichen Finanzstaats erkennen. Prototypisch dafür, ich sage es nur für Historiker, ist dafür Frankreich unter Franz dem Ersten, François dem Ersten, bestehend aus Finanzierungsgesellschaften, die auf den Messen, auf den Handelsmessen Geld zur Staatsfinanzierung beschafften. Die Einführung ganz wesentlich einer kontinuierlichen Besteuerung, und zwar insbesondere die Einführung von Verbrauchssteuern, das heißt indirekten Steuern, und schließlich den Aufbau einer zentralen Finanzverwaltung, also einer einheitlichen Staatskasse. Spätestens im 16. Jahrhundert also gibt es eine Integration privater Gläubiger in die Regierung, wobei ich drei Momente hervorheben möchte, die diese Entwicklung bestimmen. Erstens, wesentlich, ein Kreislauf von Staatskrediten und Besteuerung. Das heißt also, private Financiers waren die ersten Nutznießer der konsequenten Besteuerung neuzeitlicher Gesellschaften. Zweitens, dass ehemalige Not- und Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel Kriegskredite oder Konfiszierungen, nun verstetigt wurden und zu einem Art inneren Verwaltungsbedürfnis geworden sind. Und schließlich, gerade Staatsschulden, gerade die Staatsfinanzierung wurde in der frühen Neuzeit zum wesentlichen Motor für die Entstehung internationaler Finanzmärkte. Also die Entstehung von Finanzmärkten ist nicht von der Not der Staatsfinanzierung zu trennen. Allgemein kann man wohl sagen, bei der Entstehung europäischer Territorialstaaten hat sich immer wieder ein doppeltes Problem gestellt, das in gewisser Weise bis heute fortwirkt. Einerseits, wie lässt sich
dauerhafte Staatsfinanzierung herstellen, abseits der Hoffnung auf die Gunst privater Financiers? Und auf der anderen Seite, wie lassen sich rechtliche Garantien für Staatsgläubiger bieten? Denn Sie ahnen es, Staatsbankrotte, Konfiszierung privaten Eigentums waren die Regel. Normalerweise wurde in der dynastischen Abfolge von Herrscherhäusern Staatsschulden nicht unbedingt von einem zum nächsten Regenten übernommen. Es lässt sich also resümieren, der Staatskredit, die Staatsschuld, sehnte sich nach einem staatlichen Schuldner, der seine Schulden verantwortet und überlebt. Die Fiskalschuld ist ein wesentlicher Motor für die staatliche Souveränitätssicherung. Und private Financiers, private Banken gaben den Anstoß zur Zentralisierung, zur Verfestigung absolutistischer Staatsmaschinen. Im 17. Jahrhundert wurden dann entscheidende Schritte zur dauerhaften Lösung dieses Problems unternommen, also zur Lösung des Problems, wie sich Staatsschuld, Kredit, Gläubiger und Garantien für diese Gläubiger vereinbaren lassen. Es wurden wesentliche Schritte zur Institutionalisierung, zur politischen Institutionalisierung des Staatswesens unternommen. Und Wirtschaftshistoriker sind sich einig darüber, dass eine der wichtigsten Erfindungen, und man kann hier wirklich von Erfindung sprechen, eine wichtigste Erfindung zur Stabilisierung des Finanzsystems, zur Verschränkung von öffentlichen und privaten Interessen in England gemacht wurde, genauer im England des Jahres 1694, ein wesentliches Jahr in der Geschichte des Finanzwesens. Die Ausgangslage damals war die übliche. Der englische König, in diesem Fall William III von Oranien, war bankrott. Es wurde privates Eigentum, insbesondere der Londoner Bürgerschaft, Kaufmannschaft, konfisziert. Dann hat man mit verschiedenen Projekten experimentiert, die den Staat finanzieren sollten. Man hat Lotterien eingeführt, man hat Steuern vervielfältigt, also beispielsweise Sterbesteuern und Geburtssteuern, Junggesellensteuern und Ehesteuern etc. Eine fantastische Vervielfältigung von Steuern und man hat sogar Alchemisten an den englischen Königshof geholt, die mit dem Versuch, Gold zu machen, den Staat retten sollten. Es wurde schließlich, und das führt zu diesem wichtigen Ereignis, ein Vorschlag eines schottischen Kaufmanns realisiert, namens William Paterson. Man könnte sagen, diese Erfindung war eine Art Ei des Kolumbus auf dem Gebiet der Finanz. William Paterson hat nämlich vorgeschlagen, dass sich 1268 Staatsgläubiger zusammenschließen sollen, dass sie der englischen Regierung einen Vorschuss von 1,2 Millionen Pfund geben sollen. Sie verlangten dafür eine Verzinsung von 8%, die durch die Übertragung von Steuern und Zöllen finanziert werden sollen. Das heißt also, Steuern und Zölle wurden eine private Gesellschaft übertragen. Und Sie ahnen, was hier passierte. Das war die Gründung eines neuen und bis heute existierenden Instituts. Es war die Gründung der Bank von England, die Gründung einer Institution mit großer Zukunft also. Ich will hier nicht auf die Details und die Kontroversen eingehen, die mit der Gründung dieser ersten Zentralbank verbunden waren. Das hat eine große, auch literarische Debatte ausgelöst. Also Autoren wie Daniel Defoe, Sie erinnern sich, Robinson Crusoe, waren dieser Debatte beteiligt. Er war sogar, wenn Sie so wollen, Anteilseigner dieser Bank. Es hat eine große Debatte ausgelöst in England über die Entstehung einer neuen und bisher ungeahnten Macht. Ich möchte aber wenigstens ein paar Punkte dieses neuen Instituts hervorheben. Erstens, der besondere Status eines Instituts dieser Art, ein Status, der modellhaft geworden ist. Es ist nämlich ein Privatunternehmen mit öffentlichem Auftrag. Die Bank von England, die erste europäische Zentralbank, ist ein Privatunternehmen mit öffentlichem Auftrag. Zweitens, diese Bank hat Rechtssicherheit garantiert. Es werden nun privaten Gläubigern, Financiers, über diese Bank rechtliche Privilegien in Form von festen Zinszahlungen garantiert. Und drittens, der besondere Charakter dieses Regierungsorgans, also die Bank von England ist ein Regierungsorgan, ein privates Unternehmen wurde Regierungsinstitution und diese Regierungsinstitution war zugleich unabhängig von der Regierung. Ganz wesentlich, der englische König
hatte keinen Zugang zur Bank von England. Er durfte nicht an ihren Beratungen teilnehmen. Schon zeitgenössische Beobachter hatten diese Besonderheit, wenn Sie so wollen, auch diesen kleinen Skandal bemerkt. Gerade die Demokratisierung Englands, das heißt die glorreiche Revolution, die Bindung des Königs durch das Parlament, gerade diese Demokratisierung Englands war Voraussetzung dafür, dass ein Privatunternehmen eine gleichsam souveräne Position innerhalb der Regierung übernehmen konnte. Also noch einmal, bereits hier die Zentralbank als vierte Gewalt. Seit Ende des 17. Jahrhunderts gilt also, mit Zentralbanken, diesen seltsamen Institutionen, werden Staatsschulden und Staatskredite institutionell gesichert. Mit Zentralbanken werden private Financiers dauerhaft in Regierungsgeschäfte integriert. Es werden privat-öffentliche Symbiosen in Gestalt des Finanzwesens verstetigt. Vor allem aber ein privates Institut, ein privates Unternehmen wurde nun mit souveränen Kompetenzen ausgestattet und das führte sehr schnell zur Expansion von Finanzmärkten und insbesondere dazu, Sie ahnen es, dass London seit dem 17. Jahrhundert, spätestens im 18. Jahrhundert, zum Finanzzentrum Europas wurde, internationales Kapital anzog und wesentlich zum Aufstieg des British Empire beitrug. Ich will hier nicht weiter auf die komplizierte Geschichte von Finanz- und Zentralbanken eingehen, aber wenigstens Folgendes festhalten. Die Entstehung moderner Finanzmärkte ist wesentlich mit der Einrichtung einer vierten Gewalt, unter anderem in Gestalt von Zentralbanken verbunden, in der die Symbiose von Staatsapparat und privaten Financiers ein institutionelles Format gewann. Zentralbanken, wie die Bank von England, wurden zunächst als privat geführte Regierungsbanken zur Finanzierung von Staatsschuld gegründet und erst allmählich sind ihnen andere Aufgaben oder Kompetenzen zugewachsen, wie wir sie heute kennen, zum Beispiel das Monopol der Notenausgabe, die Sicherung des Bankensystems, die Funktion eines Lenders of Last Resort, die Sorge um den Wert der Währung, die Regulierung der umlaufenden Geldmenge, Preisstabilität, Inflationsbekämpfung und so fort. Ich möchte nun, wenn Sie Geduld haben, zum zweiten Teil meiner Überlegungen kommen und eine letzte oder weitere Frage aufwerfen. Wenn es stimmt, und ich hoffe auf Ihre Zustimmung, dass das Finanzwesen heute wesentlich die Art und Weise bestimmt, wie wir regiert werden. Wenn es stimmt, dass Finanzmärkte und Finanzindustrien grundsätzliche Rahmenbedingungen für das Regierungshandeln setzen. Und wenn es stimmt, dass sich in der Finanz ein nicht unbeträchtlicher Anteil von politischer Entscheidungsmacht verkörpert. Welche Verfahren, welche Institutionen sind dann dafür verantwortlich oder anders gefragt? Aus welchen Komponenten setzt sich unser gegenwärtiges Finanzregime zusammen? Dazu würde ich gerne ein paar letzte Bemerkungen machen und ich hoffe, dass wir gemeinsam am Ende meiner Überlegung, also sozusagen denselben Wachheitshorizont wiederfinden. Sie ahnen es, eine erste wichtige Bedingung unseres Finanzregimes heute ist der Zusammenbruch des Abkommens von Bretton Woods Anfang der 1970er Jahre, also das Ende jener Nachkriegsordnung, die durch ein Währungssystem charakterisiert war, das die wichtigsten Währungen an ein stabiles Verhältnis zum Dollar und den Dollar in ein bestimmtes Verhältnis zum Gold band. Aus welchen Gründen dieses System auch immer kollabierte, also die Auslandsschulden der USA waren wohl ein wesentlicher Grund dafür, seitdem haben flottierende Devisenkurse die Voraussetzung für neue Finanzinstrumente geschaffen, zum Beispiel Währungsderivate und damit die Voraussetzung für expandierende Kapitalmärkte. Eine zweite Voraussetzung, die Sie ebenso alle kennen, sind natürlich die notorischen wirtschaftsliberalen Reformen, angestoßen durch die Regierungen Thatcher und Reagan in den 80er Jahren. Sie erinnern sich, Privatisierungen, die Deregulierung von Finanzmärkten, die steuerliche Privilegierung, ganz wesentlich die steuerliche Privilegierung zinsbringender Vermögen, die Privatisierung sozialer Sicherungssysteme und so fort.
Hier begann das, was man Finanzialisierung nennt, das heißt also den Ausbruch des Finanzkapitals aus seiner wohlfahrtsstaatlichen Hegung. Drittens, ein wesentliches Element unserer Finanzordnung, die neue und dominante Rolle von internationalen Organisationen und Abkommen auf dem Gebiet der Finanzen. Ich glaube, am deutlichsten lässt sich das an der Rolle des IWF, des Internationalen Währungsfonds, erkennen. Seit den 1940er Jahren, also seit dem Abkommen von Bretton Woods, diente der Internationale Währungsfonds ausschließlich zur Koordination der internationalen Geldpolitik. Das heißt, er leistete Ausgleichszahlungen bei Spannungen im System flexibler oder bedingt flexibler Währungskurse. Nach dem Ende des Abkommens von Bretton Woods ist er funktionslos geworden, hatte keine Aufgaben mehr und hat seit den 1970er Jahren dann ein neues Aufgabengebiet erhalten. Als eine Institution, die nun die Einhaltung von sogenannten Stabilitätskriterien angesichts flottierender Währungskurse kontrolliert. Nun begann das, was Sie alle kennen. Es begann die große Zeit der sogenannten Strukturanpassungsprogramme. Die Vergabe von Krediten an Entwicklungs- und Schwellenländern unter strengen Auflagen, das heißt unter den Auflagen der Haushaltsdisziplin, Steuerreformen, Privatisierung von Staatsunternehmen, Investorenschutz, ein ganz wesentlicher Aspekt, die Liberalisierung des Kapitalmarkts, des Arbeitsmarkts, die Erleichterung ausländischer Investitionen. Und schließlich und viertens, und ich glaube, das ist das letzte Element in diesem neuen Muster, in dieser neuen Struktur gegenwärtiger Finanz, schließlich und viertens die Neuausrichtung oder die Funktionsänderung von Zentralbanken seit dem 20. Jahrhundert. Das lässt sich spätestens an der Gründung des amerikanischen Federal Reserve Systems erkennen. Das ist eine sehr junge Gründung. Die amerikanische Zentralbank wurde erst 1913 gegründet. Aber es lässt sich natürlich auch an der Gründung der Deutschen Bundesbank oder der EZB erkennen. Und seitdem muss man, und das glaube ich, ist ganz entscheidend, wenigstens drei allgemeine Tendenzen in der Arbeit dieser Institute erkennen. Also wenn man an Federal Reserve, an die Deutsche Bundesbank oder die EZB denkt. Erster wichtiger Punkt. Diese Banken, diese neuen Zentralbanken, funktionieren nicht mehr als Regierungsbanken zur Staatsfinanzierung, sondern sie sind als Sicherungsanstalten für das Finanzsystem gegründet worden. Hintergründe für diese Gründungen waren natürlich Wirtschaftskrisen, die große Wirtschaftskrise von 1929, die Weltwirtschaftskrise, die Forderung insbesondere der Großbanken nach einem Sicherungssystem. Um ein Beispiel zu nennen, JP Morgan, eine der größten Banken nach 1900, war wesentlich dafür verantwortlich, dass sich die Regierung, die amerikanische Regierung, entschieden hat, eine Zentralbank zu gründen. Es ging um die Absicherung des Bankensystems, des Finanzsektors. Zweitens, weiterer wichtiger Aspekt dieser Institute, die besondere legale Struktur, der legale Status dieser Banken. Sie wurden nämlich legal abgedichtet oder immunisiert gegen andere Regierungsorgane. In der Federal Reserve etwa, also in der amerikanischen Zentralbank, sind Regierungsvertreter von den Verhandlungen und Entscheidungen der Bank ausgeschlossen. Ganz wesentlich, die Entscheidungen der amerikanischen Notenbank sind die einzigen Entscheidungen eines Regierungsorgans, die weder vom Präsidenten noch vom Supreme Court widerrufen werden können. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich dann das Dogma der Unabhängigkeit von Zentralbanken durchgesetzt und spätestens in den 1990er Jahren, vielleicht am radikalsten am Beispiel der Europäischen Zentralbank, wurde diese Unabhängigkeit, wenn Sie so wollen, verfassungsrechtlich geregelt, für die EZB etwa im berühmten Artikel 107 des sogenannten Maastricht-Vertrags. Dieser Artikel war umstritten, ich sage das nur nebenbei, dieser Artikel hat auch in Deutschland Verfassungsklagen hervorgerufen, die ich Ihnen jetzt erspare. Verfassungsklagen übrigens von interessanten Koalitionen, von Gauweiler bis Ströbele. Ich will Ihnen diesen Artikel nur kurz vorlesen, weil Sie dort sozusagen die legale Struktur dieser Bank am deutlichsten im Juristendeutsch hören werden. Es heißt dort im Artikel 107 des Maastricht-Vertrags, bei der Wahrnehmung der Ihnen übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten
darf weder die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen oder Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaft, der Regierungen, der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen. Zitat Ende. Das bedeutet also, es wurde eine Regierungsenklave gebildet, die gegenüber allen anderen Regierungsorganen unabhängig oder immun oder abgedichtet ist. Und zwar insbesondere gegenüber der Kontrolle der jeweiligen Legislativen, sei es Europäisches Parlament, sei es nationale Parlamente. Und schließlich, und das wäre das letzte Element oder der letzte Aspekt dieser Institutionen, sie zeichnen sich durch eine radikale Einseitigkeit aus, durch eine einseitige Verantwortlichkeit der Zentralbanken. Einerseits tragen sie keinerlei Verantwortung oder Rechenschaft gegenüber gewählten Regierungen, keine Verantwortung gegenüber dem, wenn Sie so wollen, demokratischen Stimmvolk. Andererseits sind sie verantwortlich ausschließlich dem Finanzpublikum gegenüber oder dem gegenüber, was man Finanzmarktöffentlichkeit nennen könnte. Das heißt gegenüber jenen Investoren und Akteuren, die die Dynamiken und Konjunkturen auf den Finanzmärkten diktieren. Als Regierungsinstitutionen bieten Zentralbanken also eine Art Minderheitenschutz für die Vertreter der Finanz gegenüber demokratischen Mehrheiten. Zentralbanken haben einen radikal parademokratischen Status. Ich bin damit am Ende meiner Überlegungen angekommen. Lassen Sie mich vielleicht am Schluss noch ein paar offene Fragen oder Probleme oder Beobachtungen mit Blick auf unsere gegenwärtige Lage formulieren, vielleicht auch einen Sprung dann in unsere mögliche Diskussion. Erste Beobachtung. Wenn man heute von Finanzökonomie spricht, so kann damit nicht ein rein ökonomischer Sachverhalt, ein spezielles Marktsystem gemeint sein. Das gegenwärtige Finanzsystem ist vielmehr ein Konglomerat aus staatlichen Organen, Zentralbanken, internationalen Organisationen wie IWF, privilegierten Privatunternehmen wie Investmentgesellschaften oder Ratingagenturen, ein Konglomerat aus öffentlichen, halbprivaten und privaten Akteuren. Man kann hier, und das würde ich gerne tun, von einem regulativen Kapitalismus sprechen und von einer transnationalen Exekutive, von einer politischen Entscheidungs- und Handlungsmacht, die unmittelbar in Volkswirtschaften, in die Regierungspolitik alter Nationalstaaten eingreift. Zweitens, damit ist ein Problem verbunden, das Ökonomen heute bereits intensiv beschäftigt, nämlich die Abwanderung des sogenannten Liquiditätsmonopols von Staaten und Zentralbanken zu den Finanzmärkten. Man hat es hier mit dem Übergang von einem regierungsgesteuerten zu einem marktgesteuerten Finanzsystem zu tun. Das hat zwei Konsequenzen. Einerseits haben Zentralbanken, und Sie konnten das in den letzten Jahren vielleicht beobachten, haben Zentralbanken zunehmend die Kontrolle über zirkulierende Geldmengen und Zinssätze verloren. Geldschöpfung findet auf den Märkten statt. Und selbst mit Unmengen billigen Gelds konnte etwa die EZB in den letzten Jahren kaum deflationäre Tendenzen bekämpfen. Das ist das große Problem von Draghi bis heute. Andererseits sind Finanzmärkte zugleich zum Gefängnis für Regierungen, Staaten und Gesellschaften geworden. Das zeigte sich insbesondere an der Politik der EZB. Sie wissen, für die EZB gilt eine Sperrregel zum Ankauf von Anleihen der europäischen Mitgliedstaaten. Staatsanleihen können nur indirekt, nämlich über Märkte, erworben werden. Darum werden Staaten durch Märkte, das heißt durch Ratingagenturen bewertet. Es findet eine Art Schönheits- oder Reputationswettbewerb zwischen den Staaten statt. Schließlich wurde dadurch ein Bereicherungsmechanismus installiert. Die EZB versorgt Privatbanken mit billigem Geld, das diese mit Zinsaufschlag an Staaten weiterreichen. Die Finanzmärkte sind definitiv zu Gläubigern letzter Instanz geworden. Drittens, daraus ergibt sich, und ich glaube, das ist wesentlich für das gegenwärtige Wirtschaftssystem, ein finanzpolitisches Dilemma.
Nach herrschender Dogmatik wird Wirtschaftswachstum, Sie wissen das, durch niedrige Zinsen und billiges Geld finanziert. Das macht eben die EZB seit Jahren. Nullzinspolitik oder das, was man Quantitative Easing nennt. Genau das führt aber bereits jetzt zur Akkumulation künftiger Risikopotenziale. Das billige Geld wird weniger in Sachkapital, Industrie oder Infrastrukturen investiert, sondern, Sie wissen das, in Kapital- und Immobilienmärkte wegen der höheren Rendite. Und die Symptome sind bereits heute erkennbar. Aktienboom, die Explosion von Immobilienpreisen selbst in Kreuzberg. Der Versuch also, Wirtschaftswachstum zu generieren, finanziert gleichzeitig die nächste Finanzkrise herbei. Und viertens schließlich hat man es auch mit einem politischen Dilemma, nicht nur mit einem finanzpolitischen, sondern auch mit einem politischen Dilemma zu tun, mit einem Dilemma für politische Entscheidungsspielräume. In Europa, glaube ich, war das besonders akut oder sichtbar in der sogenannten Griechenland-Krise. Politische Entscheidungsträger haben es nun mit konträren, und das heißt in letzter Konsequenz unvereinbaren Interessen zu tun. Einerseits sind sie dem demokratischen Stimmvolk oder dem, was man Volkssouveränität nennt, verpflichtet. Andererseits sind sie konsequent verpflichtet oder gebunden durch eine mächtige Minderheit, durch das Finanzpublikum, durch private Gläubiger und im Hintergrund natürlich verbunden mit der Drohung von Kapitalflucht. Das ist eine politische und eine soziale Konfliktlinie, denke ich, die uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen wird, die uns weiter heimsuchen wird. Und man könnte das, und damit bin ich tatsächlich am Ende angekommen, man könnte das auch einen Klassenkampf des Finanzpublikums gegen den Rest der Bevölkerung nennen. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen einen guten Morgen wünschen. Zeit, ein bisschen zu diskutieren. Vielen Dank für diese Tour de Force, aber ich glaube, es sind spannende Elemente für eine Diskussion da. Eine Diskussion, die, glaube ich, historische Maßstäbe gibt für eine Diskussion, die wir lange führen. Man hat darüber geredet, dass der nationalstaatlich organisierte Kapitalismus hinter diesen internationalisierenden Bewegungen hinterherhängt, ja klar, haben wir verstanden. Man hat gesagt, es gibt systemische Imperative, die die Lebenswelten usurpieren. Das sind alles Versuche, diesen Prozess, den Sie historisch durchaus als einen Modernisierungsprozess zeigen, zu verstehen. Und der Hinweis darauf, dass das, was wir heute haben, eigentlich schon mit der politischen und ökonomischen Moderne gleich ursprünglich ist, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt doch auch von der Aktualität ausgehe und sage, wir haben diese vierte Gewalt und wir haben vor allem zum Beispiel auch eine europäische Union, die seit den frühen 2000er Jahren, würde ich sagen, vor allem politisch, das, was in den 90er Jahren vielleicht in den USA passiert ist, relativ willfährig auch institutionell umsetzt, nämlich diese Selbstaufgabe. Kann man das einfach politisch wieder zurückholen? Gibt es Mechanismen, gibt es irgendetwas, was Hoffnung gäbe, institutionell die Exekutiven und Legislativen zumindest wieder in irgendeine Form der Parität mit dieser Agglomeration von Macht in diesem informellen, halb privaten Sektor, die wieder so aufzustellen, dass es Möglichkeiten gäbe, das Ganze wieder in ein demokratisches Fahrwasser zu bringen? Herr Franke, Sie drehen die Dynamik unserer Diskussion um. Die wichtigste Frage stellen Sie zu Beginn, um dann die unwichtigen nachher zu stellen. Deswegen lassen Sie mich Ihre Frage nochmal umdrehen. Zunächst mal, glaube ich, geht es um eine Bestandaufnahme. Und
Ich glaube, die gegenwärtige Skepsis gegenüber Europa ist in manchen Punkten ernst zu nehmen, aber unter der Bedingung, dass man Europa nicht als eine Einheit begreift, auch das institutionelle Europa nicht als Einheit, sondern als eine Organisation mit unterschiedlichen Schichten, mit unterschiedlichen auch archäologischen Schichten. Das heißt also beispielsweise, wir alle sind dankbar für ein Europa der Freizügigkeit. Wir alle sind dankbar für ein Europa der Erasmus-Programme an den Universitäten. Wir alle sind in irgendeiner Weise froh für politische Institutionen und sei es das Europäische Parlament, das in irgendeiner Weise transnationale, wenn man so will, auch Rechtssicherheiten bietet. Es gibt einen Punkt, an dem Europa gewissermaßen zum Entzündungsherd geworden ist, und ich meine jetzt nicht Flüchtlingsdramen dieser Art, obwohl vielleicht da auch ein Zusammenhang besteht, und das darf man nicht vergessen, das wirtschaftliche Europa. Von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über die Europäische Union bis zur Europäischen Währungsunion ist eine neoliberale Gründung gewesen. Das heißt also, die Programme, die hier verwirklicht wurden, haben unter der Vielzahl ökonomischer Doktrinen, die zur Verfügung standen, eine entscheidende ausgewählt. Und das war tatsächlich der Neoliberalismus der 60er und 70er Jahre mit den entsprechenden Leitprinzipien, mit den entsprechenden Vorgaben für die Zentralbank und mit der entsprechenden Vorgabe auch für die Einführung einer gemeinsamen Währung. Das heißt also beispielsweise die Einführung einer Währung, in der sozusagen geldpolitische Maßnahmen einerseits und fiskalpolitische Maßnahmen andererseits konsequent voneinander getrennt werden. Also das würde ich zunächst mal gerne festhalten. Europa ist ein, wenn man so will, Koloss mit unterschiedlichen archäologischen Schichten, unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Und das, was uns oder was mich jetzt interessiert hat daran, ist sozusagen die Entstehung einer europäischen Idee aus dem Geist des Neoliberalismus, mit dem wir es zu tun haben. Und nur an diesem Punkt, glaube ich, über diesen Punkt sprechen wir. Vielleicht, ich will jetzt nicht zu lange labern, aber vielleicht eine mögliche Antwort. Ich denke, man hatte Chancen, europäische Richtlinien oder europäische Programmatik zu ändern. Diese Chance wurde vertan, das war im Zuge der Griechenland-Krise. Das heißt also, mit dieser jungen Kraft Syriza, die unbelastet war von Vorgängerregierungen, die unbelastet war von Klientelpolitik, ist eine Repolitisierung technokratischer Entscheidungen der Schuldenpolitik passiert. Es ist Syriza einschließlich der damit verbundenen auch internationalen Resonanzen wie Podemos etc. nicht gelungen, diese sozusagen Frage zu einer politischen, zum politischen Entscheidungsdrama zu wenden. Man könnte sagen, die Schäubles Europas sind stärker gewesen. Das hatte ja einen eigentümlichen Reiz, als Herr Varoufakis so tat, als ob das Ganze nochmal verhandelt werden kann. Also auch das Ganze, die ganze Struktur des Geschehens. Wenn Sie sagen, diese frühe Entscheidung der EU, was Wolfgang Streeck die Hayekisierung der EU nennt. Ja, also die Hayekisierung. Ja. Ja. Das würden Sie in die Gründungsphase der EU schon reinschreiben, weil es ja auch den Moment gibt, nach 2000, die Mario Monti als Kommissar, der also diese Deregulierungspolitik noch sehr, sehr aktiv durchgesetzt hat. Wenn das so ist, dann ist doch die Frage, hat man sich, indem man das so aufgebaut hat, einem ideologischen, einer Ideologie hingegeben, oder hat man sich nicht versucht, in jeder dieser einzelnen Entscheidungen rational zu verhalten? Wenn das historische Argument, das Sie haben, dass das schon eigentlich inkorporiert ist in eine Moderne seit dem 17. Jahrhundert, wenn das stimmt, dann haben sich wahrscheinlich alle, die so gehandelt haben, in ihrem Sinne hochrational verhalten. Jeder dieser einzelnen Entscheidungsschritte, auch institutionelle Ausbildung der modernen Staaten. Man kann das in der Bundesrepublik Anfang der 60er Jahre sehen, wo die Ökonomen mehr und mehr in die Entscheidungen reinkommen. Alles war rational und am Ende ist eine große Irrationalität. Ist das so zu verstehen? Ich würde gar nicht sagen Irrationalität. Ich glaube, das, was wir heute irrational nennen würden und was häufig also sozusagen auch mit dem Take-off der Finanzmärkte verbunden ist, mit dem bestimmten Spekulation waren und so weiter, das sind völlig rationale Prozesse. Ich glaube, es ist eines passiert, und das hat Wolfgang Streeck ja auch in seinem Buch beschrieben. Es ist etwas passiert in den 70er Jahren, nämlich die Aufkündigung dessen, was man Wohlfahrtsstaatskompromiss nennen könnte. Und ich
glaube, das war ein dramatisches Ereignis. Man hat erstens festgestellt, dass bestimmte wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen, soziale Sicherungssysteme nicht mehr nötig sind, um kapitalistisches Wirtschaften sozusagen zu pazifieren, zu befrieden. Das war, glaube ich, ganz wesentlich für den Ordoliberalismus in der Bundesrepublik, gesellschaftliche Widersprüche zu minimieren, Spannungen zu moderieren durch Sozialstaat, durch den Wohlfahrtsstaat, um letztlich damit auch ein Überleben des Kapitalismus zu sichern, in moderater Weise. Man spürte, dass das nicht unbedingt nötig ist, erstens. Und zweitens, man hat festgestellt, und das begann in England, dass dieses System wesentlich mehr Elend verträgt, als man vermutet hat. In England, Großbritannien wurde das konsequent durchgesetzt. Der Ausdruck von Thatcher lautet Managed Decline, also gemanagter Niedergang. Man kann ganze Landstriche, Bevölkerungsschichten verelenden lassen, ohne dass gewissermaßen das Nationalwohl, und das heißt in dem Fall in Großbritannien insbesondere das Wohl der Londoner Finanzmärkte, in Frage gestellt wird. Ein ganz wesentlicher Punkt, also die Elendsmarge wurde schlichtweg, oder die Elendschwelle wurde schlichtweg heraufgesetzt, völlig rationaler Vorgang. Diese Leute, dieses Drittel, gefährden die Funktionsweise des Systems nicht. Das war die große Angst der Nachkriegszeit. Aber in den 70er Jahren ist dieser Kompromiss gewissermaßen erodiert. Der Skandal, den Sie hier benennen, ist ja bei der Immunisierung dieses Finanzregimes gegen Regierungen, gegen Exekutiven und Legislativen, dass das ja bewusst als Ziel auch immer genannt wurde. Also man will unabhängige Zentralbanken, damit nicht ein Politiker heimlich an die Notenpresse geht. Das war ja das Narrativ dazu. Also die Deutschen mit ihrer Angst vor Inflation wollten unabhängige Institutionen schaffen, die genau das verhindern, dass also Politiker sich hier bedienen quasi. Aber genauer, man muss es, glaube ich, genauer formulieren. Etwas zugespitzt formuliert ist das Problem der Staatsschuld. Und damit auch die Frage nach der Unabhängigkeit von Zentralbanken und der Frage der Währungsstabilität zu einem Zeitpunkt aufgetaucht, als diese Staatsschuld nicht mehr etwa in Militärhaushalten identifiziert wurde, sondern in Sozialhaushalten. Damit verbunden, und das ist der entscheidende Punkt, war das Skandalon moderner Staaten, nicht riesige Militärausgaben, der Vietnamkrieg etc., sondern hohe Sozialausgaben. Das war die große Last, weil hohe Sozialausgaben Regierungen dazu verführen könnten, durch Beschäftigungsförderungsprogramme, durch bestimmte Lohnpolitik-Stimuli Inflation zu fördern. Insofern wurden also Zentralbanken unabhängig gemacht, um Regierungen zu hindern, im Sinne von Arbeitsmarktpolitik, Lohnpolitik etc. wirksam zu werden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also Zentralbanken an diesem Punkt waren zur Einhegung arbeits- und sozialpolitischer Maßnahmen gegründet oder, wenn Sie so wollen, formatiert worden. Der Punkt, der einem am meisten Sorge machen könnte an dieser Geschichte, ist, dass der von Ihnen skizzierte krisenvorbereitende, krisenverstärkende Mechanismus aus Aktivitäten der Krisenbekämpfung, das heißt die Nullzinspolitik, erzeugt eigentlich einen Effekt der Krisenverstärkung. Und das hat was mit der, wenn ich das richtig verstanden habe, mit diesem Klassenkampf der Staaten untereinander zu tun und diesem Wettbewerb. Gibt es institutionell irgendwelche, jetzt komme ich doch wieder auf die Anfangsfrage zurück, da müssen wir vielleicht noch, gibt es institutionell irgendwelche Ansätze, institutionell oder politisch? Ich meine, das Scheitern von Herrn Varoufakis war ja schon eingebaut in seinen ersten Auftritt, da konnte man das ganz gut studieren. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, es gibt institutionelle oder soziale oder politische Ansätze, die zumindest in der Lage wären, dieses gefährliche Spiel irgendwie wirklich zu stören? Ja, natürlich. Ich meine, zunächst mal, glaube ich, muss man feststellen, dass es eine Kakophonie internationaler Organisationen gibt, die alle nicht auf einer Linie liegen. Also es gibt heute einen manifesten Konflikt zwischen Schäuble, der Europäischen Zentralbank einerseits und dem Internationalen Währungsfonds. Die sind nicht einer Meinung, auch gegenüber dem, was man Schuldenschnitt etc. nennt. Erster wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, der wurde längst in Erinnerung gerufen am Beispiel Griechenlands. Es gibt eine Reihe von internationalen Mainstream-Ökonomen,
die sich die Faust oder was immer ans Hirn schlagen, an die Stirn schlagen, warum Europa in Griechenland keine Strukturpolitik betrieben hat, warum nicht Infrastrukturpolitik betrieben wurde, sondern warum nur Kürzungspolitik betrieben wurde, warum die wenigen lukrativen Unternehmen in Staatsbesitz unbedingt privatisiert werden müssten, und zwar zu einem Preis von zum Teil 50% des Marktwerts, warum bestehende, funktionierende Wirtschafts- und Geschäftszweige, wie beispielsweise der Tourismus, im Augenblick kaputt gemacht wird durch hohe Hotelsteuern. Also während in Deutschland auf Betreiben der CSU und der FDP Hotelsteuern gesenkt wurden, müssen sie in Griechenland erhöht werden. Es sind absurde Geschichten, die dort passiert sind. Und ich glaube, jeder, der sozusagen einer moderat keynesianischen Wirtschaftspolitik anhing, und das ist durchaus auch in den Vereinigten Staaten keine Minderheit, fasste sich an den Kopf, was in Europa da passiert ist. Also insofern, glaube ich, gab es Alternativen, alternative Maßnahmen, und man kann sagen, man hat hier den wirtschaftspolitisch, und zwar ganz normal, ohne revolutionären Hintergrund, ohne linke Thesen, den wirtschaftspolitisch falschesten Weg eingeschlagen. Der Effekt ist heute erkennbar in Griechenland, nach wie vor. Ganz am Anfang haben Sie diesen Asymmetriebegriff, also einen ganz groben Begriff, genannt. Nochmal, ist der Mechanismus einer laufenden Wahl nach rationalen Gesichtspunkten, die am Ende etwas hervorruft, was keiner ganz gewollt hat? Also das ist nochmal die Frage nach der Souveränität. Also dann lassen Sie mich eine Geschichte erzählen, die vielleicht diese Rationalität ein bisschen erläutert. Auch das ist eigentlich eher eine traurige Geschichte, aber da Regenwetter ist, illustriert es vielleicht ganz gut das gegenwärtige Klima. Es ist die Geschichte einer Zentralbank. Eine Geschichte einer Zentralbank, die irgendwann mal nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank gegründet worden ist. Die Geschichte spielt nicht in Europa, sondern sie spielt in Südamerika. Und sie spielt in einem Land, das Sie alle kennen, nämlich in Chile. Und ich würde gerne, und ich versuche die Geschichte kurz zu machen und auch die Pointe dann zuzuspitzen, diese Geschichte beginnt im Jahr 1973, Sie kennen das, 11. September, 9/11/73, Militärputsch von Pinochet in Chile. Was nach diesem Militärputsch passierte, kennen Sie alle, das ist die Durchsetzung eines wirtschaftsliberalen Programms, eines der radikalsten damals in der westlichen Welt, diktiert von der Schule von Chicago, also insbesondere Milton Friedman, und das heißt Liberalisierung der Finanzmärkte, Liberalisierung der Arbeitsmärkte, Privatisierung von Staatsunternehmen, Zerschlagung von Gesellschaften und insbesondere Einzug der internationalen Großinvestoren in Chile. Was damit verbunden war, und das ist sozusagen jetzt der erste große Akteur der Geschichte, was damit verbunden war, in diesem Programm war die Forderung nach einer unabhängigen Zentralbank. Das fehlte, um dieses ganze System zu arrondieren. Als diese Forderung erhoben wurde, sagte Pinochet ohne mich, ich lasse mir mein autoritäres System nicht durch eine zweite, quasi souveräne Institution nehmen. Also ich bin nicht bereit, diese Macht zu teilen. Und obwohl 1980 eine unabhängige Zentralbank in der Verfassung von Chile eingeschrieben wurde, ist sie unter Pinochet nie gegründet worden. Pinochet war also der festen Überzeugung, eine unabhängige Zentralbank ist mit einem autoritären Regime nicht zu vereinbaren. Diese Gewaltenteilung ist unmöglich. Als Pinochet dann Ende der 80er Jahre gemerkt hat, dass in einem öffentlichen Referendum seine Macht nicht verlängert werden würde, dass also freie Wahlen anstehen würden und dass in diesen freien Wahlen ein Konsortium aus Oppositionsparteien, also wenn man so will, sowas wie eine Sozialdemokratie siegen würde, hat Pinochet in der Nacht vor dieser Wahl ein Gesetz verabschieden lassen, das die Unabhängigkeit der chilenischen Nationalbank nach deutschem Vorbild in die Verfassung schrieb, um, wie Pinochet wörtlich sagte, die künftige Regierung fest und dauerhaft zu binden. Das heißt also, Pinochet oder das Militärregime hat sein ökonomisches Überleben nach dem politischen Absterben dieses Regimes in einer unabhängigen Zentralbank bis heute gesichert. Und all die sozialen Auseinandersetzungen, die im Augenblick in Chile stattfinden, Sie wissen, der Kampf der Studenten um eine
Verstaatlichung des privatisierten Bildungswesens etc. werden vor diesem Hintergrund geführt. Es sind den Nachfolgeregierungen, es ist unmöglich gemacht worden, bestimmte Reformen unter Pinochet rückgängig zu machen. Dafür war im Wesentlichen die unabhängige Zentralbank verantwortlich. Da sehen Sie sozusagen eine völlig rationale politische Entscheidungslogik, die, glaube ich, sozusagen im Weichbild unserer gegenwärtigen Politik steht. Wie ausweglos ist das Ganze, wenn wir diese in der Grauzone operierenden Agenten haben, die nicht demokratisch legitimiert sind, die nicht kontrolliert werden können, die selbst von einem Militärherrscher quasi nicht mehr zu kontrollieren wären, wenn die sich selbst nur den Finanzmärkten gegenüber als Publikum verantwortlich fühlen, gibt es irgendeine Chance, in diesem Bereich selbst zu demokratisieren, der längst transnational ist und so weiter? Oder ist das eine komplett pessimistische Szenerie? Denn wenn man da eingreifen würde, würde man ja Funktionalitätsstörungen nochmal potenzieren, die jetzt schon da sind. Also lassen Sie mich vielleicht wieder die Frage umdrehen. Also zunächst mal muss man sich, ich glaube, ganz optimistisch in Hoffnungslosigkeit üben. Das heißt also, wenn ich das so formuliere, bedeutet das, keine Hoffnung darauf setzen, dass dieses System an seinen inneren Widersprüchen zugrunde gehen würde. Das heißt also auch, alte marxistische Hoffnungen, innere Spannungen des Kapitalismus, Spannungen zwischen Arm und Reich, Spannungen zwischen eigenen von Produktion, Produktivkräften und Lohnabhängigen, diese Spannungen würden irgendwann zum Kollaps dieses Systems führen. Ich glaube, das stimmt nicht. Und selbst wenn, wie heißt nochmal der Autor dieses neuen Buchs, Postkapitalismus, Mason, diese Hoffnung wiederum noch einmal verkündet, glaube ich, auf diese Hoffnung darf man sich nicht verlassen. Deswegen meine ich also, optimistisch Hoffnungslosigkeit heben. Denn das führt nun tatsächlich ganz unmittelbar dazu, nach Veränderungen, nach manifesten Veränderungen zu fragen. Lassen Sie mich ein ganz triviales Beispiel geben, und ich würde sagen, das ist könnte eines der interessantesten philosophischen Themen und gleichzeitig eines der interessantesten politischen Themen heute werden, und das ist Steuerpolitik. Ich finde, Steuerpolitik ist eine der größten, wichtigsten, kontroversesten Schauplätze der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Wenn Sie heute in Deutschland den Einkommensteuersatz erhöhen wollen, dann ist es eine riesige politische Auseinandersetzung, die damit ausgelöst wird. Ich denke also, und das wäre ein erster wichtiger Hebel, Steuerpolitik muss als zentraler politischer Gegenstand in sozusagen Wahlkämpfen wieder auftauchen. Also das wäre ein erster Punkt. Also anders gesagt, die Senkung von Körperschafts- und Unternehmenssteuern unter der rot-grünen Regierung in den 90er Jahren war ein Desaster und hat zu dem geführt, was wir heute haben. Die Abschaffung von Vermögens- und Erbschaftssteuer, die Privilegierung von zinsbringenden Vermögen, also das heißt die minimale Besteuerung von Aktiengewinnen etc., ist ein Unsinn. Also ich glaube, es gibt da ein neues Profil sozusagen einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, und ich würde, lassen Sie mich nochmal anders sagen, Steuerpolitik als einen politischen Hebel nicht unterschätzen. Ein Beispiel. Jetzt können wir Fragen aus dem Publikum reinnehmen. Ich bin gebeten worden, darauf hinzuweisen, damit die Übersetzung gewährleistet ist, müssten diese Fragen ins Mikrofon gesprochen werden. Und dieses Mikrofon, wenn ich das richtig verstehe, ist leider nicht so ganz mobil. Ja, da hatte ich gleich den Impuls nachzufragen, weil Sie ja in Ihrem Vortrag wunderbar gezeigt haben, inwiefern der Staat auch gerade heute in mehr oder weniger informellen Gremien bereits überrollt ist. Das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie Sie dann auf Steuerpolitik kommen. Ich hatte aber eigentlich eine andere Frage, und die ist doch nochmal in dem Bogen, den Sie anfangs hier mit Teilen und Tauschen ja doch angefangen haben. Also ne, von einem Euro sind nur noch 10 Cent durch wertschöpfende Arbeit gedeckt. Der Rest ist Geld mit Geld verdienen, was Sie sehr schön erklärt haben, und deren Macht. Nun ist ja das Kapital oder das Finanzwesen räumlich sehr unterschiedlich verteilt. Wir haben also wachsende Metropolen und schrumpfende Regionen. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass gerade dort, wo Kapital abwesend ist, Teilen und Tauschen und alternative Modelle hervorsprießen. Nun bin ich auch nicht der Meinung, dass es ein Armutsphänomen ist, aber ich würde doch nochmal gerne diese Hoffnungsschiene
nachfragen wollen, und zwar aus der Akteursebene. Also wer ist der Akteur? Ne? Wer wird zum Subjekt von Gesellschaftsentwicklung, Finanzwesen erscheint als Subjekt? Warum halten Sie es so für chancenlos, dass mit dieser solidarischen Ökonomie, nenne ich es jetzt mal im weiteren Sinne, doch dass der Tauschprozess im eigentlichen Sinne wiederbelebt wird und das, was an sozusagen destruktiver Finanzentwicklung, so würde ich es jetzt mal nennen, hier gerade über uns zusammenschlägt, nicht doch ausgebremst werden kann, vielleicht so mehr in dem Bild von Antonio Negri, der ja heute Abend auch auf der Konferenz ist, der hat ja dieses Buch Multitude geschrieben und da beschreibt er jetzt mal so kurz aus weiblicher Sicht zusammengefasst, immer dann, wenn informelle Arbeit, also Arbeit, die nicht mehr über den Markt verglichen wird, ne? Fäden in die Gesellschaftstuch reinzieht, dann kann es changieren. Also ich will noch mal von Ihnen hören, warum es so chancenlos sein soll. Ja, einfach weil ich glaube, ist durch eine gewisse nüchterne Perspektive auf dieses System, das man, glaube ich, immer noch Kapitalismus nennen kann, nahegelegt wird. Denken Sie an das, was man heute Sharing Economy nennt. Diese Sharing Economy ist entstanden wesentlich, also auch als sozusagen als volkswirtschaftlich relevanter Faktor, nach 2008, das heißt also im Zeichen der Wirtschaftskrise, in denen tatsächlich, insbesondere in den Vereinigten Staaten, sehr viele Leute darauf angewiesen waren, Restvermögen, Restbestände oder wenn man so will, auch die Überreste des eigenen Lebens und der Arbeitskraft neu zu kapitalisieren in irgendeiner Weise. Durch die Vermietung der Couch, durch die Vermietung des Gartenhäuschens, was auch immer kommt, durch die Teilung des Autos. Daraus ist eine der größten und erfolgsversprechenden neuen Industrien entstanden. Also denken Sie an Uber, denken Sie an Airbnb etc. Das ist eine Wirtschaftsform mit den größten Renditemargen neben der Finanzindustrie. Und ich glaube, es gehört wesentlich zu einer Analyse dieses Wirtschaftssystems, dass interessante soziale Ideen, interessante soziale, kulturelle Einfälle umgehend und sehr schnell kapitalisiert werden können. Ich glaube, damit muss man sich abfinden. Alle sozialen Erfindungen der letzten Zeit, vom sozusagen freien Netz, Internet, über Freundschaftsgesellschaften wie Facebook bis hin eben tatsächlich zu Sharing Economy, haben sich in rasender Geschwindigkeit zu einem irrsinnig lukrativen Geschäft ausbauen lassen. Lassen Sie mich was anfügen. Warum eigentlich? Warum funktioniert das? Und das ist der Zusammenhang, ich glaube, der elementare Zusammenhang dieser Geschäftsmodelle mit der Finanzökonomie, weil man sich in diesen Geschäftsmodellen auf eine grandiose Weise befreien kann von den Lasten des Sachkapitals. Das heißt also, ein Uber-Fahrer hat mit seinem Sachkapital, nämlich mit seinem PKW, zu ringen. Der muss unterhalten werden, den muss er finanzieren. Viele dieser Uber-Fahrer haben Kredite aufgenommen, um diese Autos zu kaufen. Aber Uber selbst hat mit diesem Sachkapital überhaupt kein Problem. Muss es nicht unterhalten, hat keine Verpflichtungen, ist nicht an Ortschaften gebunden. Das heißt, es hat die Logik des Finanzkapitals. Das heißt also, man kann in dieser Sharing-Ökonomie Ähnliches beobachten wie in der Finanzökonomie, nämlich den Übergang von einer Stakeholder-Ökonomie zu einer Shareholder-Ökonomie, die nicht mehr durch die erdenschweren Lasten des Sachkapitals gebunden ist. Deswegen sind diese Geschäftsmodelle lukrativ und deswegen würde ich immer darauf setzen, dass gute, neue, interessante soziale Ideen, wie, wenn Sie so wollen, idyllisch sie auch sein magen, irrsinnig schnell in Geschäftsmodelle verwandelt werden können. Oder sagen wir mal so, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es nicht geschieht. Für den Vortrag. Mich würde interessieren, wie Sie diesen Prozess, also gerade so etwas wie Unabhängigkeit der Zentralbanken, in so einen Begriff das Sicherheitsdispositiv Gouvernementalität stellen würden. Danke für das Stichwort. Das ist natürlich jetzt eine Frage für die Leser von Michel Foucault. Deswegen versuche ich es möglichst allgemein zu beantworten.
Autoren wie Michel Foucault, der also insbesondere in seinen späten Vorlesungen versucht hat, die Frage des Regierens, also die Frage, wie werden wir regiert in unseren Gesellschaften, in den Mittelpunkt gestellt hat, hat dafür einen ganz zentralen Begriff geprägt, den er bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgt, nämlich das sogenannte ökonomische Regieren. Und er hat eben festgestellt, dass selbst die Entstehung der politischen Ökonomie und was man so nennt, nämlich ein Denken, das man unter anderem auch mit Adam Smith in Verbindung bringen kann, das man mit dem Liberalismus in Verbindung bringen kann, nicht einfach unter der Frage des Entstehens von Wirtschaftssystemen betrachten sollte, sondern unter der Perspektive einer Frage, inwieweit sind so etwas wie Märkte auch Regierungsprozeduren, das heißt also, inwieweit führt die Durchsetzung von bestimmten Märkten dazu, dass man auf besonders raffinierte, besonders intelligente Weise regiert werden kann. Und da würde ich sagen, und vielleicht beantwortet es Ihre Frage, sind natürlich Zentralbanken elementare Institutionen. Das heißt also, in diesem Übergang von Regierung zur Ökonomie oder in diesem Prinzip eines ökonomischen Regierens. Also zentral, deswegen danke für die Frage, zentral ist die These, dass wesentliche Regierungsprinzipien, mit denen wir heute regiert werden, ökonomischen Charakter haben und Zentralbanken wären ein Element in dieser Regierungsform. Noch eine Frage. Hello, I'm not an economist, so a question from architect. Yeah. I'm sorry, what's going on? Recently we see kind of crisis for European Union, some states saying we want to leave, or Britain namely. And I was intrigued when you said like emergence of central bank contributed to them to become financial, let's say, center of the Europe, 18th century. Now they having this referendum, we may be leaving. So my question is maybe what will happen to this fourth force or financial systems if Britain, for example, leaves the European Union, and what are the connections between this financial whatever you were mentioning and European Union? I mean, is it separate or would that, you know, is this structure somehow affecting them or no? Darf ich Deutsch antworten? Es ist interessant, dass ich als Literaturwissenschaftler immer die schwierigsten Probleme gestellt bekomme. Die Fragen wurden nie im Ökonomen gestellt und nie im Politiker. Aber ich könnte natürlich auch sagen, selber schuld. Ich habe über diese Dinge geredet und sollte auch Rede und Antwort stehen. Lassen Sie mich es, glaube ich, aus der Perspektive eines Spielers sagen. Ich wüsste nicht genau, worauf ich jetzt setzen würde. Eine entscheidende Option. Ich würde es als überaus interessante politische Konstellation betrachten, wenn England die EU verlässt und Schottland in die EU zurückkehrt. Warum? Weil man damit ein großes Problem entsorgt hätte, nämlich die englischen oder besser gesagt Londoner Finanzmärkte und auf der anderen Seite ein überaus interessantes Publikum zurückgeholt hätte, nämlich die schottische Linke nach Europa. Das wäre gar kein schlechter Handel, ein Tausch sozusagen. Also man gibt die Finanzmärkte weg und holt die Linke zurück. Aber das ist aus der Perspektive eines Spielers gesagt, der natürlich damit rechnen muss, dass er auch verlieren würde. Ja, danke für den schönen Vortrag, war wirklich wunderbar. Ich habe noch mal eine Frage zu den informellen Gremien, Konsortien, die Sie, den informellen Gremien, die Sie beschrieben haben. In Ihrem Vortrag hat es ein bisschen so geklungen, als gäbe es, also mich interessiert irgendwie hauptsächlich sozusagen die Machtbeziehung zwischen dem öffentlichen Sektor und dem privaten Sektor. In Ihrem Vortrag überspitzt ausgedrückt, langsam klang das so, als ob mit dem Beginn der Einführung der neoliberalen Regulierung oder Deregulierung, je nachdem, wie man das irgendwie nimmt,
dass es da so ein Machtgleichgewicht gab, dass sozusagen wir beides gleiche Interesse hatten, während am Ende dieses Prozesses es tatsächlich irgendwie zu einer Abschottung vor demokratischer Kontrolle irgendwie gibt und auch so, wie Sie es irgendwie gesagt haben, ist diese Immunisierung war ja irgendwie sehr erfolgreich. In der Diskussion, die eben geführt wurde, allerdings haben Sie immer wieder sehr irgendwie darauf beharrt, dass die staatlichen Akteure ja doch noch Möglichkeiten haben, dass sie also nicht irgendwie nur die sozusagen das ausführende Organ der privaten Seite dieses Finanzapparats ist. Und das sehe ich so einen gewissen Widerspruch. Und können Sie darauf nochmal antworten? Also es ist gut möglich, dass ich mich in Widersprüche verwickelt habe. Ich kann versuchen, die wieder ein bisschen auszuwickeln. Vielleicht eine These vorweg, um das klar zu sagen. Ich glaube, dass unsere Staaten, oder das, was wir sie so nennen, nicht unbedingt feste Grenzen haben. Das heißt also, von einem Staat als einer monolithischen Einheit auszugehen, ist, glaube ich, unmöglich, wenn Sie schlichtweg die Struktur moderner Verwaltungen ansehen. Das hat eine längere Geschichte, das hat aber insbesondere auch eine interessante Verwaltungsgeschichte. Sie wissen, dass seit spätestens den 80er Jahren das, was man Staaten oder staatliche Administrationen nennt, wesentlich durch Outsourcing sich weiter vervielfältigt haben. Es gibt, um eine kleine Statistik zu nennen, eine Statistik der Vereinigten Staaten zwischen 1999 und 2001. Zwischen 1999 und 2001 wurde in der Bundesregierung, der amerikanischen Bundesregierung, vor dem Hintergrund der Forderung nach dem schlanken Staat, wurden 50.000 öffentliche Beschäftigte ausgestellt. Zugleich wurden 1 Million neue Arbeitsplätze geschaffen in dem Bereich der öffentlich-privaten Grauzone, das heißt also das, was man Public-Private Partnership genannt hat. Also sozusagen Arbeitsstellen, Beschäftigungsstellen, die Regierungsfunktionen aber in der Form privater Unternehmen unternommen haben. Also das nur als ein Beispiel, dass es sehr schwer ist, die Grenzen des Regierens, des staatlichen Regierens, der staatlichen Administration aufzuzeigen. Erster wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt ist, was ich eben von Zentralbanken gesagt habe. Und ich würde ganz gerne noch mal zwei Aspekte hervorheben. Das ist erstens, natürlich sind nicht alle Zentralbanken nach demselben Prinzip organisiert. Aber lassen Sie mich gerade die amerikanische Zentralbank noch mal unterstreichen. Das Federal Reserve System ist ein Zusammenschluss von Privatbanken, die dann in einem Gremium zusammengeführt werden, das geleitet wird durch jemanden, der vom Präsidenten ernannt wird. Das heißt also, Sie haben selbst in der Federal Reserve eine interessante Zusammenbindung von privat-öffentlichen Akteuren. Geleitet, also wie beispielsweise jetzt Yellen, die Chefin, geleitet von einer Person, die vom Präsidenten ernannt wird, eigentlich aber ein Zusammenschluss von Privatbanken. Da sehen Sie schon, wie sich das Ganze in irgendeiner Weise vermischt. Es ist aber noch interessanter. In dieser Zentralbank sind alle internen Entscheidungsprozesse im Grunde mehr oder weniger reguliert. Das heißt also, man weiß, welche Gremien für welche Entscheidungsprozesse zuständig sind. Das heißt also, welche Gremien beispielsweise über die Erhöhung oder Senkung des Zinssatzes zu befinden haben. Es ist eine entscheidende Achse, absolut nicht geregelt, sondern völlig informell. Das ist das Verhältnis zwischen dem Chef der amerikanischen Zentralbank und dem amerikanischen Präsidenten. Man könnte sagen, diese beiden mächtigsten Männer haben keinerlei Geschäftsgrundlage, sondern sind auf informelle Verständigung angewiesen. Und es gibt eine breite Literatur in den Vereinigten Staaten darüber, wie weit Absprachen zwischen dem Präsidenten und der Notenbank im Grunde Regierungspolitik bestimmt, ohne dass irgendein Regelsystem diese Regierungspolitik bestimmt. Das meinte ich mit Informalität. Und letzter Punkt der Antwort. Natürlich gibt es politische Entscheidungsträger, die Regelungskompetenz besitzen. Und das sind die einzigen, zu denen wir Zugang haben. Nicht zur Zentralbank,
nicht zu den zur EZB, sondern sind natürlich die Parlamente. Und dort, und deswegen sagte ich, was wird in den Parlamenten entschieden? Dort wird über Steuerpolitik entschieden. Und deswegen würde ich sagen, politische Auseinandersetzung, und das ist der einzige, wenn Sie so wollen, politische Fistelgang, den wir haben, über Parlamente, und das heißt also auch die entsprechenden Parteien oder Regelungssysteme wieder Kompetenzen zu gewinnen. Letzte Bemerkung dazu. Sie haben vorher von Teilhabe auch gesprochen und Sie hatten das vorher auch erwähnt, die Frage der Teilhabe. Ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung, und Sie kennen dieses Stichwort, das Politiker gerne in den Mund nehmen, Politikverdrossenheit, dass ein großer Teil der Bevölkerung inzwischen sehr realistisch reagiert, indem dieser Teil der Bevölkerung feststellt, dass ohne ökonomische Teilhabe, eine Teilhabe am politischen System sinnlos ist. Das heißt also, wer aus der ökonomischen Teilhabe an diesem Wirtschaftssystem herausfällt, und man kann sagen, das ist inzwischen durchaus ein ansehnlicher Anteil, der hat auch keine politische Teilhabe mehr, der wird auch durch keine Partei mehr vertreten. Also das heißt, es gibt keine Partei, die Hartz IV-Abhängige vertritt. Es gibt keine Partei, die Arbeitslose vertritt. Das heißt also, in diesen Fragen, die ich aufgeworfen habe, geht es elementar um die Neuverkoppelung zwischen politischer und ökonomischer Teilhabe. Das ist sozusagen der leitende Auftrag oder das leitende Prinzip dahinter. Noch eine Frage? Ich wollte nochmal auf den ersten Teil Ihres Vortrags zurückkommen, die Bildung der Nationalstaaten auf dem Hintergrund der Staatsschulden und dann die privatstaatliche Symbiose. Wenn man jetzt den Blick auf außerhalb Europas richtet und auf den Kolonialismus, darf man ja nicht vergessen, dass das im großen Teil auch private Unternehmen waren. Und das, also Indien ist ja ein bestes Beispiel, ist ja erst Mitte des 19. Jahrhunderts dann zur britischen Krone gekommen, nachdem ich jahrzehntelang eben durch eine private Company quasi regiert wurde. Wie sehen Sie die Rolle sozusagen des Kolonialismus und dann auch später der Entstehung der eigenen Finanzmärkte außerhalb Europas in dem ganzen Prozess? Ja, großen Dank für die Frage. Also ich habe das in meinem letzten Buch, das Sie erwähnt haben, der Souveränitätseffekt, versucht genauer darzustellen. Und zwar insbesondere die politische und ökonomische Aggressivität der frühen neuzeitlichen privaten Unternehmen, insbesondere im Auftrag des Kolonialismus. Um ein Beispiel zu nennen, Sie haben also englische Kompanien genannt. Ich glaube, der Prototyp dieser Kompanien war die holländische Ostindien-Kompanie. Das heißt wiederum, eine private Gesellschaft, eine Art Aktiengesellschaft mit Anteilseignern, die zur Ausbeutung insbesondere des Gewürzhandels in Ostindien, das heißt südliches Indien, Malaysia, Indonesien, also in diesem Gebiet, staatliche Monopole bekam. Das heißt beispielsweise das Monopol der Rechtsprechung. Alle Mitglieder dieser Kompanie unterstanden dem Kriegsrecht. Das Recht, Verträge zu schließen. Das heißt also, die Ostindien-Kompanie konnte im Auftrag der niederländischen Generalstaaten Verträge mit lokalen Herrschern abschließen. Also hat quasi souveräne Position gehabt und natürlich insbesondere Strafgerichtsbarkeit. Die Ostindien-Kompanie hat natürlich in Ostindien gewütet und zwar strafrechtlich gewütet, also quasi als souveräner Herrscher. Interessant ist nun, dass auch in der Wirtschaftsgeschichte genau diese Unternehmen in letzter Konsequenz als vorbildliche kapitalistische Unternehmen begriffen werden können, mit ihrer internen Organisationsstruktur, mit ihrer internationalen Operation und schließlich mit ihrer engen Verflechtung gegenüber den entsprechenden Interessenvertretern in den niederländischen Generalstaaten. Also die Ostindien-Kompanie, aber auch die englische, britische Ostindien-Kompanie sind Prototypen kapitalistischer Wirtschaft, aber entstanden nur aus dieser wiederum engen Symbiose von, wenn Sie so wollen, Finanzinteressen einerseits, Aktiengesellschaften und öffentlichen Akteuren oder Aufträgen andererseits. Es wird Zeit zu schließen.
Lieber Herr Vogel, das war ein toller Einblick in einen hochinteressanten Prozess, der sich, wie gesagt, in diesem Buch hier wiederfindet zum Nachlesen, sehr tief und trotzdem gut lesbar zusammengefasst in diesem Buch. Ich entnehme zwei starke Impulse. Der eine ist ganz zum Schluss, bestimmt nicht uninteressant, wenn man sagt, der Souveränitätseffekt bedeutet auch, das, was wir heute an politischer Apathie und vielleicht auch an aktuellen politischen Reflexen auf eine als Souveränitätsverlust letztlich erlebte Situation haben. Das heißt, es gibt einen rationalen Kern in diesem Apathie- und Populismus-Effekt. Und das Zweite, denke ich, aus Ihren anfänglichen Bemerkungen, der gesamte Vortrag kann uns, glaube ich, sehr gut helfen in Bezug auf unser großes Thema Tauschen und Teilen, vielleicht doch nicht in eine naive Euphorie dieser neuen Möglichkeiten zu verfallen, sondern sehr kritisch immer zu überlegen, vor welchem Hintergrund auf der Bühne wir agieren, was da wirklich die starken und großen Mächte sind. Dazu haben Sie uns einen hervorragenden Start in diesen Tag gegeben, meine Damen und Herren. Bevor wir Herrn Vogel verabschieden, ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, auf was Sie alles verzichtet haben, indem Sie sich für Herrn Vogel entschieden haben. Und Sie werden mit mir übereinstimmen, dass das eine sehr weise Entscheidung war. Kann ich Ihnen jetzt sagen, wofür Sie sich entscheiden können. Fest der Demokratie geht jetzt gleich los. Es gibt Paradigmen des Teilens, einen interessanten Dreier, ein Dreiergespräch. Es gibt eine Diskussion über die Mittler. Brauchen wir heute noch Mittler? Es gibt Hartmut Rosa und Kauf dich glücklich. Und es gibt ab 12 wieder den Kula-Ring, eine wunderschöne Ausstellung, die Sie auf jeden Fall einmal besuchen sollten. Und es gibt auch irgendwann Mittagessen. Vielen Dank, Josef Vogel. Danke Ihnen.